Gefängnis Angela und die fünf Seebären ist von streng disziplinierter Tektonik, wie wohl der Schleier der milden Lichtglissandi die Szenerie sanft befriedet. Es zeigt die Jungpolitikerin Angela Merkel bei einem zünftigen Frühschoppen mit befreundeten Krabbenpulern auf Rügen. Sie trägt eine blutwurstfarbene, abgewetzte Joppe, die ihr wirklich nicht gut steht. Die zittrige Hand umklammert ein Glas billigen Seemannsfusel. Ein Blick in ihr Gesicht lässt vermuten, dass es nicht das erste war. Anscheinend ist sie hackenstramm. Die fünf Männer sind offenbar verzagt und völlig erschöpft. Ob vom Fischen oder von Angelas Gelalle geht nicht klar hervor. Der Fischer in der hinteren rechten Bildhälfte blickt traurig aus dem Fenster. Der Fischer vorne scheint müde abzuwinken und zu sagen, ach halt doch's Maul, du olle Fregatte. Auch der Fischer im linken Bildvordergrund hat sich von Damenbesuch offenbar deutlich mehr versprochen. Frau Merkel hat weder aufgeräumt noch durchgeputzt. Von Sinnesfreuden ganz abgesehen. Der Fischer ist enttäuscht, stiert teilnahmslos ins Leere. Was er mit dem Benzinkanister links unten vorhat, kann der Betrachter nur spekulieren. Alles in allem ist Angela und die fünf Seebären kein schönes Bild.